Als Drama-Queen in Heidi Klums Show Germany's Next Topmodel ist Larissa Marold einst berühmt geworden. Als legendäre Zicke im Dschungelcamp ging sie 2014 in die TV-Geschichte ein. Heute ist die Österreicherin 31 Jahre alt und Skandale um sie gibt es schon lange nicht mehr. Stattdessen macht sie als Schauspielerin Karriere und spielte unter anderem in der beliebten ARD-Telenovela Sturm der Liebe mit. Gleichzeitig führt sie gemeinsam mit ihrem Vater Heinz ein Hotel am Klopainer See in Kärnten. Bunte.de trifft Larissa auf dem Wiesenbummel von Kathi Hummels zum Interview. Hotellerie ist etwas, mit dem bin ich aufgewachsen, ich bin da reingewachsen. Ich kenne seit meiner Kindheit jeden einzelnen Bereich. Und Schauspiel ist auch etwas, was ich seit sehr jungen Jahren eigentlich schon, das klingt so, als ob ich schon so alt bin, aber schon sehr früh damit angefangen und mittlerweile funktioniert es, auch der Switch. Unterschiedlicher könnten ihre beiden Jobs wohl kaum sein, doch für Larissa Marold sind sowohl das Hotelbusiness als auch die Schauspielerei eine Herzensangelegenheit. Also bei mir ist in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Einfach weil ich eine kreative Ader habe. Ich liebe etwas entstehen zu lassen, sei es ein Projekt, sei es eine Serie, oder Teil einer Serie zu sein oder eines Filmprojekts. Und auf der anderen Seite bin ich aber so Family verbunden. Und dieser Betrieb bedeutet mir wahnsinnig viel. Meine Familie, die Tiere. Also ich lebe ja einerseits in einer sehr ländlichen Umgebung am See und habe aber auch eine Wohnung in der Stadt und pendle halt hin und her. Und ich brauche beides. Das ist, ich wäre wahnsinnig unglücklich, wenn ich nur in der Stadt leben würde. Und vermutlich würde ich auch etwas vermissen, wenn ich nur im Land leben würde. Aus der jungen Flippen-Castingshow-Kandidatin ist eine echte Businessfrau geworden. Wohl auch dank ihres Alters, doch genau damit haderte Larissa noch vor kurzem. Also ich fühle mich sehr in meiner Mitte. Ich bin jetzt 31 geworden, der 30er, der war schwer. Aber gar nicht wegen dem Alter, sondern weil man sich, ich glaube, ich hatte da so ein bisschen auch diesen gesellschaftlichen Druck. Was wird erwartet von einer Frau mit 30 irgendwie? Das darf man nicht außer Acht lassen. Da war ich über mich selbst überrascht, gell? Wie ich da reagiert habe. Und jetzt mein 31. Geburtstag, der war der Hammer. Ich fühle mich so wohl in meiner Haut und habe mich total von jeglichen gesellschaftlichen Druck irgendwie entfernt und distanziert und lebe mein Leben nach meinem Rhythmus, sowohl beruflich als auch privat. Und fühle mich sehr angekommen. Ja. Larissa hat die perfekte Balance zwischen Glamourleben und Bodenständigkeit gefunden. Und damit fühlt sie sich ganz offensichtlich pudelwohl.